Gerdai Mantai hat ihre finanziellen Schwierigkeiten gerade aus eigener Kraft hinter sich gelassen. Mit ratkräftiger Hilfe aus Wolfgang Rademachers Ratgeber. Klar, dass sie irgendwann wissen wollte: Herr Rademacher, woher nehmen Sie nur immer die pfiffigen Ideen, um diese Einfälle dann stets zu cleveren Verdienstmöglichkeiten zu machen? Er antwortete ihr: Im Grunde genommen ist es ganz einfach. Nur die Augen und Ohren offen halten. Und so kam ihm die Idee mit der Verdienstmöglichkeit Super Profit mit Hörbüchern. Liebe Zuschauer, als Wolfgang Rademacher anfing, sein erstes Hörbuch Mental Force zu produzieren, klingelten ihm zunächst ordentlich die Ohren. Denn einige Hörbuchproduzenten wollten ihn mit überhöhten Preisen so richtig zur Kasse bitten. Die 5 Aspiranten, die für ihn das Hörbuch umsetzen wollten, verlangten allen Ernstes zwischen 3.000 und 5.000 Euro fürs Vertonen von gerade mal 137 Normseiten a 1.800 Zeichen. Aber Interesse hatte er durchaus. Also hat er sich auf den Weg gemacht und sich diese 5 Studios tatsächlich mal genau angesehen. Bei jedem einzelnen Besuch dieser Hörbuchproduzenten bekam er einen erstklassigen Einblick, mit welchen Mitteln die Experten Hörbücher zu hohen Preisen produzieren. 4 von 5 dieser selbsternannten Tonstudios bestanden aus einem überalterten PC, einem Mikrofon und einer kostenlos heruntergeladenen Software, um den richtigen Ton für die Hörbücher zu treffen. Löbliche Ausnahme war eine Dame, die ihr Tonstudio in einer verwaisten Kellerbar hatte. Diese Produzentin war in der Tat mit Top-Mischpult, hochwertigen Mikrofonen und teurer Profi-Software erstklassig ausgestattet. Doch die Spitzenqualität hatte auch ihren Spitzenpreis. Allein für die computergestützte Tonbearbeitung Wolfgang Rademachers Hörbuchs verlangte sie locker 3.500 Euro. Doch bei allen 5, und das muss Wolfgang Rademacher hier neidlos anerkennen, bekam er als Kostprobe erstklassig besprochene und produzierte Hörbücher vorgespielt, die so gut klangen, als ob sie in einem teuren Tonstudio angefertigt worden seien. Wie nennt man Wolfgang Rademacher denn noch? Den Augen- und Ohrendieb von Selm. Ergo hat er aus diesen Besichtigungstouren so viele Informationen herausgesaugt, dass er mit diesem Erfahrungswert jetzt in der Lage war, selbst ein eigenes Tonstudio aufzumachen. Mit seinem eigenen Computer, einem guten Mikrofon und einer kostenlosen Software aus dem Internet. So konnte er schnell eigene Hörbücher produzieren. Und schon hatte sich in seinem Kopf die Idee für eine neue, interessante und clevere Verdienstmöglichkeit entwickelt. Damit auch Sie das nachmachen können, hat Wolfgang Rademacher anschließend das Buch Super Profit mit Hörbüchern für Sie geschrieben. Damit Sie, liebe Zuschauer, diese lukrative Geldquelle erschließen können. Träumen Sie nicht auch davon, eine Geldquelle zu nutzen, für deren Erschließung Sie nicht viel Geld investieren müssen? Dann produzieren Sie doch einfach Hörbücher und machen Sie im Internet richtig Werbung dafür. Mit diesem Buch Super Profit mit Hörbüchern können Sie Hörbücher schnellstens vertonen und versilbern, für sich selbst oder im Auftrag anderer. Super Profit mit Hörbüchern zeigt Ihnen den schnellsten Weg zum eigenen Tonstudio mit allen nötigen Ausstattungen, ohne dass Sie dafür viel Geld ausgeben müssen. Wie Sie ohne Kostenaufwand ganz kurzfristig einfach professionelle Hörbücher produzieren können. Eine Anleitung für die Kunst, richtig zu sprechen, wenn Sie den Sprecherpart selbst übernehmen wollen. Faszinierende Sprechtechniken, sodass Ihnen jeder mit Freude zuhört. Intercity-Verkaufsstrategien, mit denen Sie Ihre Hörbücher rasch verkaufen können. Wie einfach es ist, alles zu vertonen, was Ihnen an Gutem über den schriftlichen Weg läuft. Wie Sie mit kostenloser Profi-Software eine Hörbuch-Geldquelle erschließen können. Und vieles mehr. Wolfgang Rademacher kennt die Frage, die jetzt in Ihrem Kopf herumschwirrt. Lohnt sich das denn, Hörbücher zu produzieren, wenn es doch schon so viele andere machen? Seine Antwort darauf ist ganz einfach. Jawohl, er macht seit 20 Jahren nichts anderes als die Sachen, die sich angeblich nicht lohnen, weil es schon so viele andere machen. Doch wissen Sie, liebe Zuschauer, er macht da weiter, wo andere schon längst aufgehört haben.
Sie suchen gerade tatsächlich eine interessante Geldquelle? Dann sollten Sie sich diesen Ratgeber Superprofit mit Hörbüchern so richtig zur Brust nehmen und die darin beschriebenen Techniken einfach 1:1 umsetzen. Sie werden sehen, ganz schnell sind Sie in der Lage, eine wirklich richtig funktionierende, erstklassige Verdienstmöglichkeit zu nutzen, ohne viel Geld dafür ausgeben zu müssen. Worauf warten Sie noch? Wie sagte Wolfgang Rademachers Programmierer doch immer, wenn er ihm mitgeteilt hatte, dass er seine Rechnung heute überwiesen hatte? Da wird sich mein Konto aber freuen. Gehen Sie gesichert davon aus, dass sich nicht nur Ihr Konto freuen wird, wenn Sie mit Hörbüchern eine einfache Geldquelle angezapft haben. Und diese Geldquelle sprudelt mitten in Ihrer Wohnung oder in Ihrem Büro. Das Wissen, wie Sie selbst zu Hause Hörbücher erstellen können, einschließlich einer professionellen Vertonung, bekommen Sie mit Superprofit mit Hörbüchern komplett aus einer Hand. Apropos Kosten. In diesem Buch müssen Sie weder versteckte Ausgaben fürchten, noch horrende Zusatzgebühren für irgendein externes Tonstudio oder Ähnliches. Sie bekommen die Kenntnisse, um die komplette Dienstleistung aus einer Hand abwickeln oder anbieten zu können. Quasi in schriftlicher Studioqualität. Sehen Sie, so entstehen Ideen für neue Verdienstmöglichkeiten. Weitere kostenlose Informationen erhalten Sie auf der www.erfolgsonline.de. Bleiben Sie gesund und bis bald, Ihre Marianne Bültkemper.